wenn ich mich erschrecke, ist bestimmt lustig. Ich habe mich noch nie gesehen, wenn ich mich erschreckt habe. Aber ich glaube, das muss richtig episch aussehen. Ja. Weil ich da so richtig Panik krieg. Richtig. Schon wieder Kohle. Wer braucht denn das ganze Kohlendingsdungszeugens? Ja, ich für meine Ofenwand, die völlig überflüssig ist. Eine Wand, also eine normale Wand, hätte vollkommen gereicht. Also einmal die untere. Also vollgestellt mit Öfen. Aber nein, es müssen ja gleich... Lass mal umrechnen. Ich habe etwa 9 Kästchen nach oben gebuddelt und 5 zur Seite. Das... 5 mal 9 ist 45. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt richtig gerechnet habe, aber dann müssten es so 45 Öfen sein oder so. Oder so in der Drehe. Das wäre schon Käse irgendwie. Seit ich weiß, wie man rechnen kann. Ich kann übrigens nicht so gut rechnen. Ja, schau nicht so, das gibt's auch noch. Aber wenn ich erstmal verstanden habe, wie es geht, dann kriege ich es meistens sogar hin, wenn ich es mit Taschenrechner rechnen darf. Aber Kopfrechnen ist einfach nicht mein Ding. Und wieso erzähle ich euch das überhaupt? Das will das sowieso keiner wissen. Mathe ist sowieso eine Katastrophe. Das braucht keiner. Nee, wenn er nicht Mathematiker werden will oder irgendwas, was mit später mit Mathe zu tun hat, was bei mir nicht vorkommen wird, dann braucht man das nicht. So sieht's aus. Gut. Ihr sagt jetzt vielleicht, ja, wenn man es nicht mag, dann findet man das Fach immer scheiße. Ich mag Literatur und Deutsch. Aber Deutschunterricht ist ja mal sowas von für den Müll. Das geht gar nicht. Also da... Also, ja. Ich lese viel und gerne. Kommt vor, manchmal. Mein Inventar ist voll. Wie ist mein Inventar voll? Weil ich so viel Redstone gesammelt habe. Yippie! Und da sind Diamanten. Wow. Ich freue mich über den Redstone. Aber dann so... Da sind Diamanten. Uix. Und offensichtlich auch noch relativ viele. Uix. Wow. Goldgrube. Und mein Inventar ist voll. Noch immer. Wie kommt das bloß? Ich habe 7 Diamanten. Bitte. Was? Warte, Geier! Ism? Leute, ganz kurz. Ich muss kurz die Welt kopieren. Ups. Sekunde. Falls ich mich jetzt irgendwo in Dreck baue und so, dass die Diamanten nicht weg sind, weil das würde mich echt ärgern. Dankeschön. So, ich mache jetzt mit der Kopie weiter. Bitte merken, damit ich das nachher noch weiß, irgendwann. Und jetzt gehen wir hoch und falls ich halt währenddessen umkomme, dann sind die 7 Diamantenwesen nicht für den Arsch gewesen. Weil das ist echt genial. 7 Diamanten, mein Rekord liegt bei 5. Meine Fräse. Ich glaube, mein Hamster jodelt. I don't see what's coming. Au. He's coming, verdammte Axt. Der war irgendwie genial. I don't know what's coming. He's coming. Scheiße. Oh man. That's aua. Das war irgendwie epic fail. Mal wieder. Irgendwie mache ich richtig viel Spaß zu reden. Ich habe gerade voll irgendwie den Redefluss. Ich muss echt öfters mal abends Displays machen. Da habe ich viel locker. Obwohl es erst um 5 ist. Aber ab um 9 bin ich wirklich nicht mehr zu gebrauchen. Also. Lass mal das lieber bei um 5, solange ich Ferien habe. Obwohl. Um 11 Let's Plays machen, während ich Schule habe, ist ja auch Käse, ne? Also lassen wir es bei 5 Uhr. Gute Idee.
Wie tief bin ich eigentlich unter der Erde? Fragezeichen. Muss das schon eine ganze Menge sein? Nee. Jetzt kommt bestimmt gleich wieder eine Ladung Sand. Das kennt man ja. Gut, da ist Kies. Erde. Wasser. Viel Wasser. Wenn ich mich da wieder reinbohre, kriege ich wieder einen Herzinfarkt, wenn ich da unten lande. Rauskomme, meine ich. Bings, dumms, dingens. Bums. Da ist mein Hexenhaus. Das ist irgendwie da auch mein Anlegepunkt für irgendwas, ne? Ich brauche dringend Boote. Das steht fest. Jetzt muss ich gucken, wie ich wieder zurückkomme. Aber wieso lande ich immer in der Nähe des Hexenhauses? Es kommt mir immer so vor, als würde ich mich überhaupt nicht wegbewegen. Und dabei habe ich gerade voll coole Sachen gefunden. Yay! Ich glaube, ich muss noch ein paar Seerosenblätter sammeln, damit ich mich auf meinen Feldern fortbewegen kann. Ne? Und so. So. Kühe müssen wir auch noch einfangen. Aber erstmal müssen wir die Schafzucht ankurbeln. Wieso benutze ich das Wort ankurbeln die ganze Zeit? Das ist irgendwie komisch. Wisst ihr, was jetzt richtig genial wäre? Oder beziehungsweise richtig scheiße? Wenn ich jetzt gerade, wo ich meinen genialen Redefluss hatte, das Mikro aus hätte. Ich muss kurz gucken. Nein, es ist an. Gott sei Dank. Glück für dich, Mikro. Ich hab so die... Oh, das wäre fast schief gegangen. Ich hab so die Angewohnheit, dass ich ständig mein Mikro ausschalte. So an dem Schalter von... am Kabel. Oh, das ist so nervig, wenn man dann irgendwie mal wieder was sagen will und keiner einem zuhört. Man denkt sich nur so, bin ich behindert? Und dann merkt man, dass man wirklich behindert war, weil man halt den Schalter nicht angemacht hat und dann die ganze Zeit gelabert hat. Keiner hat einem zugehört. Jeder hat über dich drüber gelabert und du hast es nicht gemerkt. Hatte ich echt schon die Situation. Ja, manchmal bin ich nicht ganz hell im Kopf. Ich bin halt ein bisschen inselbegabt. Vielleicht. Unter Umständen. Das kommt sogar hin. Verdammt. Aber wieso laber ich hier nicht die ganze Zeit? Sonst schweige ich doch immer und dann muss ich das alles rausschneiden. Aber in diesem Fall laber ich die ganze Zeit. Und warum? Ich weiß es nicht. Das macht mir Angst. Ja. Ich brauche für die Schweine unbedingt neuen... Warte, ich muss wieder die Monster anmachen. Ne? Und so. Ich brauche unbedingt Karotten für die Schweine. Und ich wünsche mir... Ja, eigentlich gibt es schon die neue Version, aber ich habe sie nicht geupdatet, weil man das extra downloaden muss. Und ich habe mir Minecraft ja nicht gekauft. Das ist ja auch kein Geheimnis mehr. Ja, so sieht's aus. Süß, kleine Schafnis. Ach ja, wieso kann man Schafe eigentlich mit Redstone nicht rot färben? Finde ich schade. Reinmachen können. Ich will kleine Pulli-Schäfchen essen. So, jetzt haben wir zwei blaue Schafe. Wir brauchen auch gelbe Schafe und rote Schafe. Rote Schafe. Warum auch immer ich das gerade so gesagt habe. Weil ich kann. Oder schwarze Schafe. Schwarz kann ich auch färben, aber schwarz ist nicht so spektakulär. Obwohl ich schwarze eigentlich auch sehr mag. Schwarz ist meine Lieblingsfarbe. Neben Blau und Weiß. Und ja, ich weiß, Schwarz und Weiß sind keine Farben. Aber für mich sind es Farben. Und so sieht's aus. Klar, soweit. Ey, mein Gesicht gerade, das Bild stimmt auch epic. Schade, dass ihr das nicht sehen könnt. Das, wenn ich jemals... wenn ich jemals mit Facecam spiele, irgendwann mal, wenn ich ausgezogen bin und das darf... Und keine Eltern mehr hinter mir stehen, sozusagen. Dann, ich glaube, dann, ja. Sind sie.
Yippie. Sense. Jetzt bin ich den ganzen Kilometer gelaufen, nur um rote Blumen zu finden. Ernsthaft? Eigentlich habe ich noch Farbe unten im Keller. Rote Farbe im Keller. Ketchup versteht sich, ne? Und so. So, das war's dann mit meinem Redefluss, habe ich so das Gefühl. Aber ich habe die Monster angemacht, wie versprochen. Obwohl mir die Gesprächsdauer noch gar nicht ausgegangen war, wurden, sollten, tun. Und so. Ja, das gibt Sinn, verdammte Axt. Ja, das gibt Sinn. So, jetzt haben wir zwei weiße Schafe, zwei blaue Schafe, zwei gelbe Schafe und zwei rote Schafe. Schafe vor allem. Schafe. Ja, zwei rote Schafe, ist schon klar. Alter. Epic Fail. Irgendwie fail ich heute den ganzen Tag nur an einem Stück. Das tut echt weh mit der Zeit. Das ist man gar nicht mehr so gewohnt von mir. Bin ich gar nicht mehr so gewohnt von mir. Ich mach's mir sonst immer sehr einfach. Gerne. Und immer wieder. Ich mag's halt einfach. Ich brauch keinen Herzschocker, um mich zu erschrecken. Um Herzstillstand zu erleiden, reicht für mich schon Minecraft. Kann auch nicht jeder von sich behaupten. Ne? Ich meine, ich bin halt noch nicht so abgestumpft. Muss man da mit 13 Jahren auch noch nicht sein. Ich bin stolz darauf, dass ich noch nie Spiele ab 18 gespielt habe. Obwohl, ab wann ist Battlefield 3? Ab wann ist Battlefield 3? Ihr wisst, was ich meine. Eigentlich. Manchmal gibt es einfach Wörter, die ich nicht mehr aussprechen kann. Oder nicht mehr ausdehnen kann. Das auch. Epic Face. Hühnchen. Da, Hühnchen. Mensch. Und Fleisch. Danke. Jetzt muss ich meine Diamanten in Sicherheit bringen. Meine Diamanten. Meine epischen Diamanten. Ich meine 7 Diamanten auf einem Stück. Ich meine, what the Geier? Ja, ich sag immer what the Geier. Das ist ein Insider. Zugegeben von mir erfunden. Seitdem heißt es in meinem Freundeskreis nur WTG. Also nicht mehr nur, aber fast. Yay. Nein, eigentlich überhaupt nicht. Das war eine Zeit lang witzig. Die fanden es witzig, dass ich mich auf einfache Sachen beschränkt habe. Das war es aber dann eigentlich auch bloß auch schon manch. Ach, wir haben immer noch 2 Diamanten. Lustig.